herzlich willkommen. Um seine Kinder zu schützen, hat das französische Dorf Saint-Port nun entschieden, die Benutzung von Smartphones im öffentlichen Raum zu verbieten. Die irische Kleinstadt Greystones hat letzten Sommer Smartphones für unter 11-Jährige verboten. Auch bei Erwachsenen steigen die Angebote für Digital Detox, also digitale Entgiftung. Sind Smartphones wirklich Gift für unseren Geist? Und wenn ja, wie sähe eine Therapie aus? Unser Thema heute am Philosophischen Stammtisch. Der erste und letzte Blick des Tages gilt ihm, unserem Smartphone. Beim Warten an der Haltestelle, beim Fahren im Zug, auf der Skipiste, stets zur Hand. In einigen Ländern schützen Bodenleuchtpfeile oder eigene Fußgängerspuren Handyglotzer davor, mit anderen zu kollidieren. In Augsburg zum Beispiel gibt es für die Generation Kopf unten inzwischen spezielle Lampen. In den Boden eingebaute LED-Lichtleisten, die leuchten, wenn sich Straßenbahnen nähern. Nicht nur, dass die Smombies, die Kombination von Smartphone und Zombie, mit dem ständigen Blick auf das Display offenbar ihr Leben aufs Spiel setzen. Das Smartphone absorbiert all unsere Aufmerksamkeit. Und das immer öfters, fast rund um die Uhr. Ein Totalausfall von Facebook stürzte 2021 eine ganze Smartphone-Generation vermeintlich in Not. Bange Stunden ohne Likes, ohne Freunde, ohne Connection zur Welt. Vor allem TikTok gilt als handfester Aufmerksamkeitsstaubsauger. Jugendliche lieben die Plattform, aber Psychologen warnen immer wieder. Die Schlafqualität leide, wenn auch im Bett gescrollt wird. Die Konzentration lasse nach, wenn das Gerät nicht mehr weggelegt wird. Ganz zu schweigen von Fake News, die auf sie einprasseln. Alles Panikmache? Immerhin, die EU hat ein Verfahren gegen TikTok eröffnet, weil sie Algorithmen der Plattform süchtig machen sollen. Immer lauter werden die Stimmen, die Auszeiten fordern von digitalen Geräten. Ruhepausen von der Flut an Nachrichten, Offline-Retreat sei Dank. Doch das Handy weglegen? Für viele schwierig oder gar unmöglich, weil ständige Erreichbarkeit gefordert wird. Oder weil wir fürchten, etwas zu verpassen, so ganz ohne Live-Ticker. Brauchen wir digitale Manieren? Mehr Selbstkontrolle? Staatliche Regulierung? Oder gar Digital Detox, also die totale Entgiftung? Und wer vergiftet hier eigentlich wen? Ja, wer vergiftet hier eigentlich wen? Über diese Frage werden wir hier am Philosophischen Stammtisch jetzt sprechen. Ich freue mich sehr. Zu Gast sind Bernhard Pörksnes, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, Bestsellerautor. Unter anderem hat er dieses Buch geschrieben mit Friedemann Schulz von Thun, Die Kunst des Miteinanderredens. Und zu Gast ist Rolf Dobelli, Philosoph, Unternehmer, auch er Bestsellerautor. Eines seiner Bücher heißt Die Kunst des digitalen Lebens. Und hier wird es jetzt um die Frage gehen, brauchen wir eine neue Kunst des Digital Detox und des ganzen Umgangs mit diesen Geräten. Entgiftung, Vergiftung, das suggeriert ja oder macht den Anschein, dass wir tatsächlich vergiftet sind, sprich richtig krank. Ist das so? Ja, es macht nicht nur der Anschein, es ist tatsächlich so, dass unser Verhalten sich extrem verändert hat und dass wir fast nicht mehr fähig sind, uns längere Zeit zu konzentrieren, weil es ständig piepst und macht und uns wegnimmt aus dem, was wir eigentlich tun möchten. Es ist ein wahnsinniger, die Handys, besonders in Kombination mit Social Media, sind ein wahnsinniges Absauger eben von Konzentration. Und das macht es schwierig, man ist nicht mehr kreativ, man kann nicht mehr Probleme lösen, die meisten Probleme sind halt kompliziert, muss man ein bisschen denken, braucht längere Zeiträume und man braucht ein bisschen Kreativität und das braucht auch längere Zeiträume. Mhm. Es ist wirklich eine schlimme Entwicklung eigentlich, hat Vorteile natürlich, aber die Nachteile scheinen zu überwiegen. Aber diese Rede vom Gift, das ist ja eine medizinale Rede, das ist offenbar eine Diagnose oder ist es nicht vielmehr eine irreführende Metapher, Herr Pörksen? Ich würde sagen, es ist beides. Wir brauchen natürlich die Warner, diejenigen, die auch mal das apokalyptische Bild an die Wand malen. Und wir wissen, auch
Man hat mit ähnlichem Impetus auch vor den Romanen im 17., 18. Jahrhundert gewarnt, vor Lesesucht, vor der Vergiftung unserer Kinder, vor der entsetzlichen Deformation unserer Gehirne. Also es zieht sich durch die Mediengeschichte hindurch so ein Arsenal von Topoi und Vorwürfen, die sich an das jeweils neueste Medium heften. Sei es ein Buch, sei es ein Smartphone, sei es die Rede von der Fernsehsucht. Das geht aber ja schon bei Plato los, der die Schriftkritik hat und sagt, die Schrift deformiert unser Gedächtnis, unseren Geist. Wir können nichts mehr erinnern. Und das macht unser Denken unmöglich. Ja, absolut. Also das diffundiert durch. Aber ich hätte da eine etwas, das heißt nicht, dass es unberechtigt ist. Ich glaube, Menschen, menschliche Gesellschaften verarbeiten das Neue auch auf diese alarmistische Weise. Und das ist wichtig, weil wir dadurch gewarnt werden. Und ich denke, an dem Punkt hat Herr Dobelli vollkommen recht. Wir haben im Grunde genommen ausgehend vom Silicon Valley, ausgehend von den mächtigen Plattformen, die Verwandlung der Welt in eine riesenhafte Skinnerbox mit intermittierenden Belohnungen, mit variablen Belohnungen, die uns bombardieren und uns, die uns wie die Ratten oder die Tauben in dieser Skinnerbox gleichsam anfüttern. Skinnerbox sollten Sie vielleicht erklären. Was ist denn das Skinnerbox? Die Grundidee der Aufmerksamkeitsbindung stammt aus dem Behaviorismus, also aus einer Theorie der Verhaltenskonditionierung, die unter anderem mit dem Instrument der variablen Belohnung arbeitet. Und die wird im Silicon Valley studiert und dann schreibt man wunderbare Bücher, auch Bestseller nebenbei, die heißen dann Hooked, wie man mit Produkten süchtig macht. Und in dieser Hinsicht trainiert man dann sozusagen Menschen darauf, immer, in jedem Moment der Langeweile, der Muße, der scheinbar belanglosen, das scheinbar belanglosen Dahintreibens zum Smartphone zu greifen. Aber was ist das Problem daran? Also es gibt ja viele Leute, die sagen würden, ja, und warum genau soll Langeweile jetzt gut sein? Also was ist jetzt genau das Argument? Also Langeweile kann gut sein oder nicht gut sein, aber Konzentrationsfähigkeit ist das Problem. Und wenn wir ständig abgelenkt werden und eben die arbeiten tatsächlich mit diesen Dopaminrezeptoren, also die möchten diese Plattformen, dass man möglichst lange halt drauf ist auf dem Handy, möglichst lange interagiert, dass man sofort Belohnungen kriegt, so viele Likes oder ich kann liken und so. Als all diese, das ist studiert, das ist Wissenschaft, wie Sie ganz richtig sagen, das ist Behavioral Wissenschaft. Und man kommt aus der Konzentration weg. Aber das kommt Wissenschaftlerin, doch drauf an, was man damit tut, oder? Natürlich, man kann Konzentration für irgendetwas Dummes einsetzen, aber meistens kann man ganz für etwas Konstruktives einsetzen. Aber man kann ja auch ein Smartphone haben und damit in erster Linie telefonieren, Google Maps nutzen, gucken, wo man durchgehen muss. Vielleicht braucht man noch Fahrpläne, man will noch gucken, muss man einen Regenschirm mitnehmen. Also eigentlich sprechen Sie jetzt dauernd schon von Social Media. Ich schon, ja. Social Media ist wirklich der Killer. Also wir brauchen Social Media Detox, nicht Social Media Detox, nicht notwendigerweise, weil wenn Sie haben gute YouTube Videos. Ich bin sehr oft auf YouTube Videos. Ich glaube, das ist eine große Revolution im Weiterbildungsbereich. Es hat wahnsinnig viel guten Content drauf. Natürlich 99% ist Schrott, aber 1% ist super gut. Und wenn man den rausfindet, dann ist das ist wunderbar. Darf ich noch mal kurz einhaken, weil Sie haben beide etwas mobilisiert, was mir sehr wichtig schien in diesem Diskurs. Es gibt da ein wissenschaftliches Herrschaftswissen über die Konstitution des menschlichen Geistes, das instrumentalisiert wird, um uns in spezifischer Weise süchtig zu machen. Das heißt, es gibt Wissenschaftler, die haben etwas herausgefunden und die nutzen das jetzt, um uns in Abhängigkeit zu führen. Der Facebook-Mitbegründer Justin Rosenstein hat gesagt, dieser Facebook Button ist so eine Art Oppenheimer-Moment für ihn, also mit der Entwicklung der Atombombe vergleichbar. Und was da nahegelegt wird, ist, da wird eigentlich eine Art Explosion in unserem Geist in zerstörerischer Weise mit wissenschaftlichen Mitteln gezielt für uns inszeniert. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich so eine dramatische Sprache wählen würde. Die Suchtmetapher ist umstritten. Aber auf jeden Fall ist da ein Bruch. Und wir haben einige wenige Programmierer, 25 bis 35 Jahre alt, in der Regel weiß, in San Francisco beheimatet, die Informationsströme für die Welt auf maximal intransparente Weise regulieren. Die ein Heidengeld verdienen, also nur mal eine einzige Zahl, 2023 haben drei Silicon Valley-Unternehmen mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich verbuchen können. Google bzw. Alphabet, Facebook bzw. Meta und Amazon. Und gleichzeitig haben wir außerhalb eine Zerstörung, allmähliche
Fragmentierung von Konzentration, ein Verschwinden und Schwächerwerden des Lokaljournalismus, demokratiepolitisch von ungeheurer Bedeutung. Das heißt, wir haben einen systemischen Wandel. Und natürlich, mich nerven diese ganzen Silicon Valley-Gurus, die immer den Oppenheimer- oder den iPhone-Moment definieren. Das sind narzisstische... Um sich auch wichtig zu machen. Ja, genau, das sind sozusagen narzisstische Erzählungen. Aber die Grundfigur stimmt, dass hinter sozusagen dem Vorhang eine ganze Menge hochintelligenter Menschen, manchmal mit besten Motiven, der Like-Button wurde ja nicht erfunden, um die Konzentration von der Weltgemeinschaft zu fragmentieren, die mit besten Motiven daran arbeiten, manchmal mit schlechten Motiven daran arbeiten, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Und mein Punkt ist nicht so sehr individuell Detox, wir müssen jetzt alle auf die Yogamatte und jeder sollte Kapazin-Meditation machen. Kann man, soll man, ist vielleicht wunderbar. Mein Punkt ist ein gesellschaftlicher. Ich sage, Aufmerksamkeit ist kostbar, sie ist knapp und sie ist politisch. Und die ganzen Krisen, die wir haben, der Aufstieg des Populismus, der Klimawandel, die Kriege, die jetzt beginnen, die geopolitische Neuordnung, all das sind langfristige Krisen und wir werden sozusagen trainiert in einem Kult der Kurzfristigkeit, eine Programmierung der Unterbrechung und genau deshalb sind sozusagen Denkformen des Langfristigen, der allmählichen Untersuchung, die sind schwieriger vor diesem Hintergrund. Ich würde Ihnen absolut recht geben, dass wir auch über politische Fragen sprechen müssen. Wir wollen auch an diesem Tisch irgendwann noch über rechtliche Fragen sprechen. Brauchen wir rechtliche Regulierung? Aber die Frage, die sich jedem von uns jetzt akut stellt, ist eben diejenige, wie gehe ich mit diesem Gerät um? Und das ist der Move, den Sie machen. Oder Sie sagen, lasst uns nicht warten auf irgendwelche Regulierungen. Ich weiß nicht, wie Sie sich dazu dann positionieren werden, aber Ihr Buch ist da wirklich ein Plädoyer. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Du bist ein aufgeklärtes Wesen, die Kunst des digitalen Lebens. Es gibt da was zu lernen. Und wir müssen eben uns dafür entscheiden, welchen Umgang wir finden mit diesen Geräten. Also deswegen der Rückzug auf die Yogamatte. Das ist vielleicht doch eine Entscheidung, die viele Leute jetzt offenbar treffen wollen, aber nicht recht können, währenddessen andere sagen, was ist das für ein naives Getue? Also an sich selber zu arbeiten, ist ja gut, aber es ist schwierig und es braucht viel Training. Und es schaffen es nicht alle, ich schaffe es auch nicht zu 100%. Das ist ein Ansatz, an sich selber zu arbeiten, sich zu überlegen, muss ich jetzt diese Social Media öffnen oder nicht? Ich habe bei mir absolut keine Social Media Apps irgendwo. Ich bin nicht auf Social Media, habe das bewusst entschieden, aber ich habe natürlich auch eine gewisse skinnerische Reaktion, wenn eine E-Mail reinkommt und dann klicke ich und antworte schnell. Also E-Mail-Verkehr auf dem Handy ist auch schon so ein Problem. Aber ich versuche, das für mich hinzukriegen. Aber sobald Sie dann in die sozialen Medien gehen, haben Sie noch ein ganz anderes Problem. Dann haben wir wirklich ein Collective Action Problem. Also das heißt, wir müssen dann zum Beispiel in Schulen reicht es nicht, wenn ein Kind kein Handy hat, weil das wird dann reingezogen. Das fühlt sich dann völlig vernachlässigt und will dann in der Peer Group sein. Da brauchen wir eine Lösung in der Klasse, in der Schule, in der Gemeinde, in der Stadt, was auch immer. Das sind dann Collective Action Issues. Weil es eben soziale Medien sind. Genau. Und vielleicht sollten wir noch mal kurz festhalten, Digital Detox, was bedeutet das? Es bedeutet, dass eine vorübergehende oder auch völlige Enthaltsamkeit vom digitalen Leben, insbesondere den sozialen Medien. Und das Metaphernfeld, das da immer mobilisiert wird, ist das des Fastens. So wie wir gewisse Ernährungsformen nicht mehr zu uns nehmen, um uns zu gesunden, um uns zu entschlacken, so geht das auch mit dem Digital Detox. Und Sie, Herr Dobelli, Sie haben ja da eine Art Paleo-Diät vorgeschlagen. Paleo, nur noch die Dinge essen, die die Steinzeit hatte. Und bei Ihnen ist das die vordigitale Steinzeit, Bücher und Magazinartikel, aber nichts, was danach erfunden wurde, ist für den Geist wirklich gut. Ja, also lange Formate sind gut, Bücher sind gut, lange Artikel sind gut, auch lange Reden auf YouTube, Vorträge sind gut, aber alles dieses Kurzfutter ist nicht gut. Mhm. Ich glaube, wir kommen da gar nicht ins Wissen. Es gibt eine Illusion des Wissens. Nee, gut, wofür? Um die Welt zu verstehen. Wir wollen doch die Welt verstehen, bevor wir sie verbessern können, müssen wir zuerst mal die Welt verstehen. Und mit Kurzfutter haben wir die Illusion, wir würden die Welt verstehen. Und mit Kurzfutter, mein Buch ging vor allem auf News, also diese Breaking News. Als Zucker des Geistes, dass man das immer wieder nimmt. Und da habe ich 12 Jahre lang komplett keine News konsumiert. Komplett keine News. Bis Februar 22, als die Russen Ukraine angegriffen haben. Und seitdem gucke ich 5 Minuten pro Tag in die News rein und schaue, ist irgendwie ist irgendwas relevant ist für mich passiert. Aber 12 Jahre newsfrei und
es geht. Also man kann ohne News leben. Kann man auch mündig sein, Herr Pörksen, ohne News? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein voraufklärerisches Denken, das hier regiert. Das ist sozusagen, wie ich es mal hart sage, libertäre Selbstfürsorge. Der Blick vom Golfplatz, ohne die gesellschaftlichen Zustände noch zu sehen. Natürlich kann ich sagen, es interessiert mich nur, und so beschreiben Sie das ja, was in meinem eigenen Kompetenzkreis passiert. Und dann entwickelt sich, auch das beschreiben Sie, so eine Art Fachidiotie, die Sie dann mit Meisterschaft übersetzen. Aber die Idee von Bildung ist die Konfrontation mit etwas, was ich noch nicht weiß, noch nicht kann. Die schönsten Bildungserlebnisse verdanke ich der Überraschung, dem Heraustreten, um nochmal die Warren Buffett-Metapher des Kompetenzkreises zu nehmen, das Heraustreten aus dem Kompetenzkreis. Und was mich wirklich beschäftigt, Herr Dobelli, wenn ich Ihr Buch lese, ist, dass da so eine Art gepflegte Journalismusverachtung propagiert wird. Wir haben eine dramatische Krise des Journalismus. Wir werden in den nächsten Jahren in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland das Verschwinden von Lokalzeitungen in breitester Front erleben. Jede Woche verschwinden im Durchschnitt zweieinhalb Lokalzeitungen in den USA. Seit 2005 hat sich die Anzahl der festangestellten Magazine und Zeitungsredakteure halbiert. Was passiert in diesen News Deserts, in diesen Nachrichtenwüsten? Die Bullshitter, die Propagandaspezialisten und die Idioten dringen da hinein. Und mein Punkt ist, diese Form von Digital Detox, diese Form von News-Abstinenz, die Sie propagieren, die greift schlicht und einfach zu kurz. Das ist die richtige Frage, was tun? Aber es ist die falsche Antwort, weil sie nur auf das Individuum fixiert ist, nur auf den Einzelnen fixiert ist. Also mein Problem ist, Sie können in Ihrer Kunst des digitalen Lebens die Gesellschaft nicht mehr denken. Und natürlich kann ich mich aufregen, das Haus der Nachbarn brennt, und ich habe morgens meinen Orangensaft auf der Veranda und da regnet so Asche rein. Und ich kann mir überlegen, wie finde ich jetzt irgendwie noch eine Veranda-Überdachung, damit diese Asche nicht in meinen frisch gepressten... Aber das Haus muss gelöscht werden. ...Orangensaft hineinregnet. Aber das ist der falsche Punkt. Das ist isoliert gedacht, zu kurz gedacht. Ich rede von den Breaking News, also von diesem Kurzfutter. Ich habe nichts gegen eine Lokalzeitung, die ein langes Format rausbringt, die mal eine Seite herausbringt über irgendein Thema. Ich habe überhaupt kein Problem damit, ein NZZ-Artikel zu lesen, der halt über eine halbe Seite geht zu irgendeinem Thema, das jetzt nicht genau in meinem Kompetenzkreis liegt. Also ich sage immer, macht eine Ausnahme, zwei Stunden pro Woche außerhalb eures Kompetenzkreises zu fischen. Das ist auch wichtig, um den eigenen Kompetenzkreis anzufüttern. Aber dieses Kurzfutter, das jetzt immer kürzer wird, über Social Media gepusht wird, man liest ja nicht mehr, man geht ja nicht mehr auf irgendeine Seite eines Newsmediums und guckt, sondern es wird ja jetzt gepusht und dann noch TikTok nochmal verkürzt. Das ist wirklich Gift für den Geist. Darf ich kurz eine Sache da ergänzen, weil das einfach so nicht stimmt. Sie geben ja den Menschen Tipps und sagen, verzichtet auf Zeitungen, bestellt sie ab. Das ist die allerbeste Entscheidung. Sie sagen, es ist doch lächerlich, wie wenig Geld Journalisten verdienen. Natürlich, man kann innerhalb bestimmter Wertehierarchien sagen, dass das wichtig ist, sehr viel Geld zu verdienen. Sie verweisen darauf, wie bezeichnend das ist, dass man Journalistinnen und Journalisten verachtet, wie schlecht angesehen ihr Beruf ist. Mein Problem ist, und das meine ich sozusagen rein symptomatisch, nicht persönlich, mein Problem ist, wir haben längst in den gebildeten Kreisen eine Form von, ich nenne es mal so, Lügenpresse-Leitgerede und eine fahrlässige Journalismusverachtung, die das systemische Problem übersieht. Ich sage nicht, der Journalismus ist toll. Ich sage nicht, wir müssen den Journalismus immer feiern. Aber ich sage, diese Form der isolierten Betrachtung, diese Form der Diffamierung, die nutzt uns nicht als Demokratie, sie schadet uns. Nee, also, Sie haben recht. Und ich habe das... jetzt nachträglich, wenn ich mein Buch noch mal lese, ich habe es jetzt nur noch mal überschlagen, Sie haben recht, es haben sich in den letzten 4, 5, 6 Jahren Medien herausgearbeitet als Qualitätsmedien wieder. Die waren alle geswamped, weil alles musste gratis sein. Marissa Mayer von Google hat gesagt, Content wants to be free. Dann haben alle einfach auf Eyeballs gemacht, alle Zeitungen. Und mittlerweile sehen wir hinter den Paywalls, jetzt gibt es wieder Qualitätsmedien. Und da bräuchte es ein Update meines Buches, zum Beispiel eine NZZ,
und ich sage das nicht, weil ich eine Kolumne dort schreibe, ich beobachte das einfach, wie die Qualität jetzt steigt. Und wenn man solche Blätter hat, oder auch in Deutschland gibt es Blätter, die wirklich gut sind, aber es sind ganz wenige. Und da bin ich absolut bereit dafür zu sagen, abonniert die. Ich bin nur, also natürlich können wir über die Krise des Journalismus sprechen, aber es geht ja vor allem darum, wie das im digitalen Medium in der Verarbeitung von Neuigkeiten funktioniert. Und Ihre Kritik zum Beispiel ist auch eine ganz klassisch elitäre, die übrigens in der Philosophie eine große Tradition hat. Alles, was diese Neuigkeiten sind, das sind Oberflächenphänomene. Aber der wahre Geist, der schaut auf die Tiefe, der schaut auf die Länge. Das sehen Sie bei Thoreau, bei Heidegger, bei Nietzsche. Ich will damit sagen, die Verachtung für das Schnelle, das ja auch manchmal wichtig ist, das ist immer auch eine sehr elitäre Position. Was ist denn wichtig am Schnellen? Wo kriegen wir Insights im Schnellen? Was bringt uns weiter beim Schnellen? I don't get it. Also ich finde schon wichtig auch, dass man noch einmal genau unterscheidet. Oder es ginge jetzt sozusagen um Langformate von Zeitschriften, Zeitungen, die man ja auch auf dem Handy lesen kann. Mhm. Wogegen Sie argumentieren, ist gegen diese Push-Nachrichten zum Beispiel. Und unsere Schwester- oder Brudersendung Einstein, das Wissenschaftsmagazin im Schweizer Fernsehen, hat auch über Digital Detox diese Woche eine Sendung gemacht. Und da war einer der Tipps sozusagen, um Digital Detox zu machen, war Push-Nachrichten auszuschalten. Weil das zum Beispiel wirklich wahrscheinlich etwas ist, was den Leuten wenig bringt. Die Medien haben ein großes Interesse daran, dass wir das abonnieren. Mhm. Meine Frage ist nur, es geht jetzt sehr stark um diese News-Geschichte, aber ist das wirklich noch das Thema? Ich wäre ja fast schon glücklich, wenn junge Menschen News konsumieren würden auf diesen Geräten, aber was sieht man denn in erster Linie? Natürlich haben wir das Problem mit Fake News, gerade bei vielen Jugendlichen, die politische Inhalte auf TikTok konsumieren, die auch gefaked sind, aber viele gucken ja auch einfach zum Spaß Sachen. Deswegen meine Frage wäre auch noch, geht es wirklich in diesem Digital Detox nur darum, dass wir überflutet werden von News, von Nachrichten, die uns zu viel sind? Oder geht es auch darum, dass wir in einer Spaßgesellschaft leben und in erster Linie einfach Lust haben, uns berieseln zu lassen, alles heiter, alles fein? Und irgendwie wird das dann auch zu viel, einfach dieses Tempo beispielsweise? Ja, also ich glaube schon, das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, was ist eigentlich aktuell und was ist relevant. Also oft ist ja ein absolut sicheres Realitäts- und Relevanzindiz die Langfristigkeit eines Problems. Und tatsächlich, ich erlebe das so wie Herr de Belli, ich bin dann auch fragmentiert, abgelenkt und desorientiert. Für mich ist aber die entscheidende Frage nicht so sehr die Verwandlung, sag ich mal, des Weltproblems der Organisation von Informationsströmungen in ein Wellness-Thema. Und das sehe ich als Gefahr bei unserer Sendung. Ja? Ich hatte gestern, als ich mich so vorbereitet, das ist ja wirklich wichtig, Sie versuchen ja etwas Unmögliches im Fernsehen zu philosophieren. Also das muss erst mal gewürdigt werden, finde ich. Dankeschön. Ja, wirklich. Argumente austauschen, das lange Format, Nachdenklichkeit, nicht nur zu simulieren, sondern tatsächlich zu praktizieren. Also es ist quasi quer zu allen Zwängen des Mediums, was wir hier machen. Mhm. Wir sitzen am Tisch und reden einfach nur stinklangweilig und ab und zu trinken wir einen Schluck Wasser. Mhm. Also erstmal große Wertschätzung. Also habe ich gestern mich intensiv vorbereitet und mich versucht hineinzudenken. Und dann ruft mich mein Freund, ein Unternehmer aus der Ukraine, Mischa Kazurin, an. Er ist auf der Straße von Kiew kommend und ist völlig fasziniert, weil er hat mit der größten Bank der Ukraine ein Trinkgeldsystem etabliert in Hunderten von Restaurants. Man kauft seinen Kaffee und macht einen weiteren Klick. Und es geht 10% oder was auch immer des Betrags an die Armee. Eine geniale Idee. Und dann hat er gefragt, was ich so mache. Ja, ich bereite mich vor zu einer Sendung über Digital Detox. Und wir sitzen da morgen alle zusammen. Mhm. Und dann reden wir darüber, wie es uns besser gehen kann, weil da kommen so viele Schreckensnachrichten aus der Ukraine, die wir eigentlich nicht mehr... Und irgendwann stockte ich, und es wurde mir immer peinlicher, das Thema dieser Sendung nachzuerzählen, weil es gibt die Realität und es gibt das Luxusproblem, das wir hier gerade diskutieren, oder? Aber darüber müssen wir unbedingt sprechen. Ich möchte unbedingt auch Ihre Meinung dazu hören. Ich finde nur, wir müssen immer aufpassen mit der Rede von Luxusproblemen. Da bin ich ein bisschen allergisch, weil ich oft auch denke, selbstverständlich gibt es Realitäten da draußen, die in einer unfassbar schrecklichen Weise nicht vergleichbar sind mit unserer Welt hier, mit unserer Realität. Aber es gibt sehr viele Menschen, die wirklich Burnouts haben wegen dieses Gerätes, die leiden darunter. Es gibt vielleicht alarmistische Lehrpersonen, die sagen, wir können nicht mehr recht unterrichten. Es gibt natürlich auch die Befürworterinnen und Befürworter, aber es ist ein Thema, was die Leute wahnsinnig beschäftigt. Und dann finde ich es schwer zu sagen, das ist ein Luxusproblem. Und übrigens, Sie sagten ja, seit dem
Ausbruch des Ukraine-Krieges haben sie das ein wenig geändert. Das kann man symptomatisch so deuten. Wenn man wirkliche Probleme in der Welt hat, dann kann man nicht darauf verzichten, News zu haben. Andererseits, und die Ambivalenz ist ja da, gerade wenn die Problemlagen sehr groß und sehr drängend sind, gibt es in der digitalen Sphäre das Vermeidungsverhalten auf das Katzenvideo. Gerade deswegen, weil man sich mit der Welt nicht mehr auseinandersetzen will, ist die digitale Sphäre einer der permanenten Problemablenkungen. Ja, ja. Und das scheint doch ein Riesenproblem zu sein. Nicht, dass man zu viel News hätte, sondern dass man die digitale Sphäre mittlerweile als eine nutzt, um sich von den Problemen konzentriert abzulenken. Also ich habe das jetzt für mich so gemacht, dass ich möchte verstehen, was täglich in der Ukraine passiert. Müsste nicht sein, ich könnte es auch wöchentlich. Aber um die Ukraine wirklich zu verstehen, reicht es eben nicht nur, einen Stream von News zu konsumieren, sondern halt ein Buch über die Geschichte der Ukraine zu lesen oder was auch immer, etwas, jetzt kommen wir wieder zu diesem elitären Begriff der Tiefe, dort reinzusteigen. Deep Dive, wie man das heute nennt. Genau. Ja. Lange Formate, Bücher sind ja nur ultralange Artikel. Aber Sie haben natürlich völlig recht, Frau Bleich, diese Unruhe, die uns diese sozialen Medien geben, die haben einen gesundheitlichen Impact auf die Konsumenten. Das ist nicht ein Luxusproblem. Das ist tatsächlich so, wir sehen es besonders bei den jüngeren Leuten, nachweislich so, dass seit dem Jahr 2012 gehen die Kurven alle hoch bezüglich Angststörungen der Menschen, bezüglich Depression, ein Faktor von 3, also 3-mal mehr Depressionen von jungen Menschen, seit das Smartphone draußen ist, in Kombination mit Social Media. Self-Harm, also die Selbstverstümmelung, besonders von jungen Frauen, die sich schrecklich finden in der Realität, weil sie nicht mit den Beauty-Filtern konkurrieren können. Und dann die Selbstmorde. Ist alles um einen Faktor 2 bis 3 gestiegen. Es war alles flach über die letzten Jahrzehnte. Und dann 2012, 2013 geht es plötzlich hoch. Das ist die Smartphone-Revolution 2012. Smartphone-Revolution in Kombination mit den sozialen Medien. Und mit Apple 4-Gerät, das ein Front-Facing-Camera hatte, wo man Selfies machen kann. Aber ist das jetzt wirklich eine Kausalität oder einfach eine Korrelation? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt natürlich auch andere multiple Krisen, in denen wir stecken. Die Frage wäre also, inwiefern ist wirklich das Smartphone schuld daran? Das ist so einfach nicht zu beantworten, aber ich will es damit nicht bagatellisieren. Also wir haben ja die Forschung eines Jonathan Haidt, des Sozialpsychologen, und wir haben andere Forschung, wir haben Metastudien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und trotzdem denke ich, wir müssen über diese ungeheure Durchdringungsgeschwindigkeit, die Technologie hat, nachdenken, sprechen. Sehen Sie, das klassische Telefon brauchte 75 Jahre, um 100 Millionen Userinnen und User zu erreichen. Facebook brauchte 2 Jahre, ChatGPT brauchte 3 Monate. Das heißt, es ist völlig berechtigt, zu warnen, genau hinzuschauen, selbst wenn die Frage von Korrelation oder Kausalität nicht zu entscheiden ist. Aber gestatten Sie mir, nur weil Sie es gesagt haben und auch völlig zu Recht auf die Spitze getrieben haben, noch ein Wort zum Luxusproblem. Was meine ich mit dem Ausdruck Luxusproblem? Ich meine, es ist vollkommen in Ordnung, sich damit zu beschäftigen, ob man mehr Yoga macht. Und das ganze Silicon Valley macht die ganze Zeit Mindfulness-Workshops und Yoga. Was nicht in Ordnung ist, ist die Ausblendung von Gesellschaft. Wir müssen in der Suche nach dem Pfad von Lösungen nicht nur das Individuum denken, das im Zweifel die Möglichkeit hat, sich für $3000 am Tag in Big Sur in ein wunderbares Yoga-Retreat zurückzuziehen, sondern wir müssen sozusagen Gesellschaft mitdenken. Das heißt, wir müssen größere Lösungen denken. Wir müssen Plattformregulierung denken, Medienerziehung denken, jenseits von bloßen Digital Detox-Strategien. Ja. Und die meisten Digital Detox-Freaks, von Henry David Thoreau angefangen, inszenieren sich wunderbar. Er hat sich auf eine Hütte zurückgezogen, ja, genau. Um sich aus allem auszuhalten. Er hat sich in seine Hütte zurückgezogen. War gegen Telegrafenmasten, hat gesagt, diese News, die uns überfluten, genau. Die berichten vom Keuchhusten von Prinzessin Adelaide, brauchen wir und alles nicht. Und was hat er gemacht? Er hat dann ein wunderbar fiktives kleines Buch geschrieben. Das ist eine reine Konstruktion, 2 Jahre auf 1 Jahr verdichtet, wie er in der Einsamkeit als Seher vor sich hin dämmert und das Quaken der Ochsenfrösche als existenzielles Geräusch quasi wahrnehmen kann. Und dann ist er aber eigentlich mittags, das hat man sehr genau untersucht, zur Mutter gegangen. Kekse gefuttert und hat Abendgesellschaften gemacht. Also das ist für mich sozusagen der Prototyp dieses Detox auch der Verlogenheit, die darin steckt. Aber das finde ich, weil das ein Wertekonflikt ist, der ist nicht einfach, der ist komplex und es gibt nicht die einfache Lösung des einfach Abschaltens. Aber es muss uns doch die Frage interessieren, warum dieses Buch von Sorrell
Monroe, Walden dermaßen erfolgreich wurde. Weil es eine verkitschte Sehnsucht ist. Punkt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob darin nicht auch etwas angelegt ist. Natürlich ist es eine Sehnsucht. Sehnsüchte an sich sind ja nicht schlecht. Aber an sich mal sich zu sagen, mir ist diese Welt zu schnell. Ich werde hier irgendwie vereinnahmt von Dingen, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Sie haben selber gesagt, Sie finden es manchmal schwer, noch in die Konzentration zu finden. Und das festzustellen für sich, sich das auch einzugestehen, das halte ich zum Beispiel eigentlich für eine aufgeklärte Haltung, nicht für ein Luxusproblem, sondern einzusehen, ich bin darin selber auch nicht sonderlich gut. Zum Beispiel bei mir ist es so, die Schweiz macht es mir einfach. Ich bin hier digital amputiert, weil ich mir die Roaming-Gebühren nicht leisten kann. Also sobald ich hier bin, bin ich aus allem draußen. Aber ich will noch mal... Kann dir Hotspots geben. First World Problems. Es gibt ein Problem, das ist kein Elitenproblem. Das ist der Problem der erziehenden Eltern, die vor allem das sehen, was diese Smartphones mit ihren Kindern machen. Herr Dobelli, Sie haben Zwillinge, die sind jetzt 10 Jahre alt. Vielleicht fangen wir doch mal zu Hause an. Wie ist denn das bei Ihnen, das Regime mit dem Smartphone? Also das Regime, im Moment können wir es noch durchziehen. So ein Handy ist natürlich ein Magnet. Sobald die ein Screen sehen, sind super süße, clevere Kerlchen, aber man kann ihnen noch so sagen, hey, passt auf, viel Schrott da drauf. Das ist natürlich wie ein Supermagnet und die gehen drauf und da muss man kämpfen, dieses Ding wieder wegzunehmen. Also sie müssen noch fragen, sie halten sich noch dran, manchmal schnappen sie es, aber das wird natürlich nicht lange dauern. Wovor wir Angst haben als Eltern, ist dann der Peer Pressure. Wenn dann alle ein Smartphone haben und alle auf diesen sozialen Medien der Klasse kommunizieren, wie lange können wir das noch rauszögern? Und deshalb Isolation ist die Gefahr, die damit verbunden ist. Und wir versuchen, das möglichst lange rauszuzögern, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob uns das gelingt. Das ist eben dort, wo die Collective Action reinkommt. Da müsste eigentlich jetzt, müssen die Eltern der Klasse sagen, hey, kein Smartphone vor 14 zum Beispiel. Mhm. Oder kein Social Media vor 16. Oder es müsste die Schule sagen, wir machen auf unserem Schulcampus Phone-Free School. Da kann man jetzt mal, ich will das nur kurz ordnen, weil wir hatten das Individuum, wir hatten die Gesellschaft und die großen Strukturen und hier haben wir den eigentlich toxischen Raum, nämlich den der sozialen Anerkennung in den Peer Groups, in denen man sich eben verhält. Und da scheint das Problem doch in besonders intensiver Weise zu liegen. Genau, und da läuft es, glaube ich, nicht mehr mit Willpower, also indem die einzelnen Kinder sagen, nee, ich halte mich zurück, auch nicht mehr mit Druck der Eltern. Hier braucht es wirklich kollektive Aktionen. Und Jonathan Haidt in seinem neuen Buch, das jetzt dann gerade rauskommt, beschreibt auch 3 Punkte, die man wirklich implementieren sollte. Erstens, keine Smartphones unter 14, kein Social Media unter 16 und Phone-Free Schools. Diese 3 Sachen sollte man möglichst implementieren. Wird natürlich nie überall passieren, wird auch in den USA nicht passieren. Aber ich plädiere sehr dafür, dass wir in der Schweiz sagen, hey, wir sind ein kleines Land, wir sind 8 Millionen Leute, lass uns das durchziehen, mal eine Generation lang, und dann schauen wir, was mit unseren Kindern passiert im Vergleich mit den anderen Kindern der Welt. Ich glaube, unsere werden dann besser rauskommen, wenn wir das wirklich durchziehen könnten. Aber wir können doch keine Insel hier bilden. Wir sind nun mal umgeben von digitalen Geräten. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Das ist nicht die Aufgabe der Schule und ein Stück weit auch der Eltern, den Kindern einen klugen Umgang mit diesen Geräten beizubringen? Nein, wir haben doch auch die Drogen verboten von der Schule. Wir haben auch jetzt die Rauchwarnung. Jetzt kommt wieder der Übertrag, es ist eine Droge. Es ist eine Droge. Nein, da braucht es wirklich, das muss man, die Kinder Aber haben noch nicht wenn es eine Droge wären, warum haben wir denn diese Geräte? Wir haben noch nicht diesen, ja, weil man kann es den Erwachsenen... Weil man das Rad nicht zurückdrehen kann. Wir leben in dieser Welt, wir müssen uns doch damit arrangieren, nicht? Ja, aber hören Sie, die Kinder im Alter zwischen 10 und 20, da entwickelt sich der Frontalkortex. Da entwickelt sich diese Willpower, da entwickeln sich die Fähigkeiten zu diskutieren, zu streiten, sich dann wieder zu verbünden. Dort lernt man Diplomatie, was dann auch später in der Ehe und im Geschäft und überall sonst wichtig ist. Und wenn man in diesen 10 Jahren diese Fähigkeiten nicht ausbildet, hat man erstens noch Probleme später und zweitens, man hat keine Demokratie mehr. Also je länger wir die Kinder schützen können vor diesem Eingriff in die Hirne, vor diesem Rewiring, von diesem Neuverknüpfen, desto besser. Ja, also die Ideen sind aus meiner Sicht absolut überlegenswert. Aus meiner Sicht greifen sie aber nach wie vor zu kurz. Also ich plädiere seit Jahren vollkommen erfolglos, komischer Versprecher, vollkommen erfolglos, um das klar zu sagen, für ein eigenes Schulfach. Wir haben die 3. große Medienrevolution der Menschheitsgeschichte. Erfindung der Schrift, Erfindung des Buchdrucks, jetzt die Vernetzung der Welt. Und wir meinen im Ernst, wir könnten durch ein paar Medienkompetenzspielereien
und ein paar Einzelseminare darauf reagieren. Ich glaube auch nicht, dass ein paar, das wäre die Kritik an Haidt, ein paar Einzelverbote reichen. Wir brauchen Medienanalyse in den Schulen. Wir müssen die Kunst der Rhetorik, das Ringen um das bessere Argument, die Prüfung von Quellen, die Frage, was ist überhaupt ein seriöses Argument und was nicht, zurückholen an die Schulen. Wir bräuchten so eine Disziplin wie angewandte Irrtumswissenschaft, Auseinandersetzung mit der ungeheuren Verführbarkeit und Irrtumsanfälligkeit des Menschen. Also das nochmal größer zu denken, jenseits des populären oder nicht populären Verbots, ein geistiges Feld zu schaffen, in dem über die Vorbedingungen und die Bedingungen der Möglichkeit von Konzentration wieder nachgedacht, gerungen wird und in der Öffentlichkeit eigentlich als etwas Schützenswertes verstanden wird, nämlich als der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie. Ich glaube, darauf käme es an und es ist geradezu lächerlich und grotesk. Letzter Satz. Wie Politik meint, auf diese dritte Kommunikationsrevolution der Menschheitsgeschichte reagieren zu können. Was ist das Konzept von Deutschland? Wir werfen irgendwo in einer stillen Nacht ein paar Paletten mit iPads über den Schulen der Republik ab und jede Schule darf sich mit einem eigenen Konzept bewerben. Das ist an Lächerlichkeit, ich muss es mal so brutal so sagen, aber wir sind ja am Stammtisch, absolut, an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Das ist unausgedacht, populistisch und falsch. Man sieht eine Hilflosigkeit, auch eine Überforderung, ja, von politischer Seite. Man sieht aber von philosophischer Seite auch immer die Neigung, das Negative zu betonen. Mhm. Es gibt andere Philosophen, wie Michel Serres zum Beispiel, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat, das heißt Die kleinen Däumlinge, in dem er diese vernetzte Gesellschaft in ihrer Fähigkeit, sich mit anderen zu verbinden, andere Perspektiven einzuziehen, gerade die kritische Kunst des Arguments und Gegenargumentens digital einzuüben. Ich sehe auch junge Menschen, die genau diese Möglichkeiten, die sie jetzt haben, in ganz besonders herausragender Weise nutzen und sich in einer Weise mit Textkompetenz und mit Argumentationskompetenz und übrigens auch Toleranz bewegen, die in meiner Generation unvorstellbar gewesen wäre. Und ich möchte auch noch sagen, ich muss... Also am Stammtisch darf man ja persönlich werden. Ich bin da wirklich auch irgendwie zweigeteilt. Was man einfach weiß, in der Schweiz gibt es diese James-Studie, die das Medienverhalten der Kinder und Jugendlichen untersucht. Und da war in den letzten Jahren keine dramatische Verschlechterung festzustellen. Die allermeisten Jugendlichen und Kinder scheinen mit diesen Geräten zurechtzukommen. Möglicherweise verändert sich das noch. Aber manchmal habe ich fast den Eindruck, und das war auch jetzt eine große Diskussion in den letzten Wochen in der Schweiz, dass möglicherweise diejenigen, die jetzt Kinder haben, deren Kinder eben ins Alter kommen, wo sie mit diesen Geräten konfrontiert sind, das sind diejenigen, die selber Schwierigkeiten haben, die mit diesen Geräten aufgewachsen sind, sich nicht so recht raus bewegen können, die alles von den Kindern filmen, posten, die Rezepte auf Instagram finden, die Ferien via keine Ahnung was buchen. Also komplett vernetzte digitale Menschen, die merken, dass sie eigentlich ihr eigenes Verhalten hinterfragen müssten, wenn sie die Kinder entsprechend entziehen wollen. Das heißt, die ganze Diskussion, wie schützen wir unsere Kinder, ist eben eigentlich auch eine Diskussion darüber, wie schützen wir uns selbst. Und ich finde, da müssen wir ehrlich sein. Also ist es wirklich das Problem der Kinder oder haben wir eben doch wir Erwachsene ein Problem? Ja, also im Moment ist es noch vor allem das Problem der Kinder und der Jugendlichen, weil unsere Hirne, wir sind schon ein bisschen älter, unsere Hirne wurden noch ausgebildet, bevor es Phones gab, also Smartphones gab. Mit 25 ist das Hirn eigentlich, natürlich ist es plastisch bis ins hohe Alter, aber es ist eigentlich so zu 90% abgeschlossen im Alter von 25. Wir hatten noch eine Kindheit, wo man halt gespielt hat und wo man sich geschlagen hat und wo man argumentiert hat. Das gab es bei uns noch nicht. Also bei uns ist die Gefahr nicht so groß, wenn wir jetzt mit Social Media konfrontiert werden, außer halt die konstante Nervosität und Ablenkung, aber die nicht gut ist. Aber heute auch noch? Die Kinder schlagen sich von mir aus auch, das will ich ja gar nicht. Nee. Aber auf jeden Fall gehen die spielen doch. Gehen Sie mal auf den Pausenplatz. Und im Alter ab 14, die schlagen sich nicht mehr, die sitzen im Kreis rum, und jeder startet auf sein Gerät und das heißt zusammenspielen. Ich hatte das jetzt an der Berliner Mauer, wo ich wohne, da war eine französische Klasse, die lehnte an der Mauer und 14 Jugendliche lehnten an der Mauer und jedes war an seinem Smartphone und die Mauer und der historische Ort kam überhaupt nicht im Blick, die waren wirklich nur an diesem Smartphone. Also das gibt es. Aber ist denn das entscheidende Moment, das Sie hier namhaft machen, ist ein physiologisches? Es hat auch mit Hirnentwicklung zu tun. Ja. Das ist einfach in einer sensiblen Phase, gewisse Reize in gewisser Intensität in das Organische des Gehirns so eingreifen, dass es irreversible Schäden produziert. Genau. Ja, und wir wissen, der Mensch ist nicht multitaskingfähig. Punkt.
Multitasking ist ein Bullshit-Begriff der Beraterszene. Wir verarbeiten hereinströmende Reize sequenziell und es gibt sozusagen eine lauernde Unterbrechungsdrohung, eine Programmierung von Unterbrechungen. Aber lassen Sie mich zu Ihrem Punkt noch einen Satz sagen. Ich bin absolut bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Grauwerte in der Medienanalyse. Dieses schlichte Gut und Böse früher und heute, das stimmt nicht. Die vernetzte Gesellschaft, also wenn man sozusagen den Nettowert des Netzes einmal sieht, diese vernetzte Gesellschaft hat ungeheure schöne Seiten. Also ein vollkommen unterschätztes Thema, das ungeheure Geschenk des Informationsreichtums. Ich profitiere als Wissenschaftler an jedem einzelnen Tag. Auch noch von einer Plattform wie Twitter bzw. X, auch noch nach der Machtergreifung von Elon Musk, als Recherchetool, als Vernetzungsinstrument, als Möglichkeit, um leicht an Daten und Dokumente unterschiedlichster Art heranzukommen. Und Sie haben völlig recht, aus meiner Sicht ist der Blick auf YouTube auch irgendwie merkwürdig verzerrt. Das ist eine auch neben unendlich viel Schrott eine gigantische Lernplattform. Was da Menschen, also sozusagen eine Art Bildungsrevolution, eine Graswurzelrevolution der Bildungsprozesse, wie wir sie wahrscheinlich selten gesehen haben. Was da sehr Menschen, emanzipativ auch für absolut. Viele Menschen, die nicht Zugang zu diesen Ressourcen haben. Aber jetzt muss ich hier aber mal rein. Ich finde, das ist jetzt auch wieder zu einseitig. Jetzt wird YouTube hier als die großartige Bildungsplattform und TikTok ist böse. Das ist ja auch wieder wahnsinnig einseitig. Es gibt auf TikTok unglaublich kreative Dinge. Aber YouTube ist auch böse. Und ich wollte gerade sagen, was findet man denn auf YouTube? Man findet auf YouTube auch extrem gewalttätige Sachen. Man findet, wenn man mal den Begriff nehmen will, toxische Männlichkeit, jemand wie Andrew Tate, der junge Männer wirklich dazu bringt, in einer Art und Weise übers Leben und übers Mannsein, übers Frausein nachzudenken, wie wir es nicht unseren Jugendlichen gerne beibringen möchten. Also es ist doch nicht die Plattform an sich, es ist doch sehr viel mehr der Umgang. Und Sie sagen ja selber, wir befinden uns eigentlich zurzeit in einer digitalen Pubertät. Und die Frage ist doch, wie kommt man aus einer Pubertät raus? Doch nicht, indem wir irgendwie uns die Sachen wegsperren, sondern indem wir lernen, damit umzugehen. Aber ich glaube, in unserem Alter können wir das. Wir können Bullshit unterscheiden von Nicht-Bullshit oder einigermaßen. Es ist schwierig, aber wir können das. Aber Sie können nicht von einem 12-Jährigen erwarten, auf YouTube jetzt die coolen Sachen oder die guten Sachen, die intellektuellen Perlen rauszupicken und den Bullshit beiseite zu lassen. Aber Herr Dogelli, deswegen müssen wir es doch lernen in der Schule. Was wollen Sie denn machen mit 25? Sie können das nicht. Sollen die mit 25 in einen... Aber das ist ja auch, wenn das eine Droge ist... Mit 25 lernt man das in 3 Wochen, wie das Internet funktioniert. Aber Herr Dogelli, wenn es denn eine Droge ist, das ist so wie bei den Italienern und dem Weintrinken. Wenn die jetzt bis 18 nicht einmal ein Stückchen genommen haben, dann sind sie in anderer Weise gefährdet und ausgesetzt. Also wenn es eine Giftmetapher gibt, dann kann man sagen, man muss die doch mit einer Dosis auch ranführen. Dieses Totalprogramm, gar nichts, nein, das wäre ja auch fatal. Ich sage ja auch nicht, man soll bis 25 warten. Ich sage jetzt mal, Jonathan Haidt, das ist ein Sozialwissenschaftler in New York, ich sage jetzt mal 14 bis soziale Medien, 16 bis soziale Medien, 14 bis Smartphone und vorher ein Flipphone, wo man einfach den Eltern anrufen kann. Oder gar nicht, weil bei uns konnte man, konnten auch nicht den Eltern anrufen, wenn wir im Wald waren. Was früher war, war nicht zwingend besser, nein, oder? Nein, das absolut ist für Rotkäppchen auch nicht gut ausgegangen, was man sagt. Aber was wir machen könnten, zum Beispiel, ich verstehe nicht, oder vielleicht gibt es das noch nicht, eine Art Bullshit-Filter über YouTube legen und sagen, okay, wenn wir diesen Filter installieren, hier kommt nur noch einigermaßen vernünftiger Content raus. Was ist denn einigermaßen vernünftiger Content? Ich meine nämlich eines zu beobachten, das ist mir sehr wichtig. Die Gesetzgeber wachen jetzt auf, weltweit. Und TikTok wird so zum Symbol, weil TikTok chinesisch ist. Und was jetzt passiert, ich weiß nicht, ob Sie diese Beobachtung teilen, eine Sorge um die Kinder wird rhetorisch mobilisiert, um eine Sorge politischer Art, nämlich der Vormachtstellung Chinas im digitalen Raum, zu verbieten. Da wird TikTok zum Bösen für das Geist erklärt. Also es gilt jetzt für die USA. Genau, oder auch hier in Europa ist das in der EU mittlerweile so, weil man die chinesischen Eingriff in die digitale Sphäre selbst, das ist eigentlich eine Instrumentalisierung, da wird eine Sorge namhaft gemacht, es geht aber um was ganz anderes. Vermutlich geht es um beides. Ehrlich gesagt geht es um beide Sorgen. Also wir haben aktuelle Studien, die zeigen, nach der Installation der TikTok-App braucht das genau 40 Minuten im Durchschnitt, bis sie das erste Mal
Fake News, russische Propaganda auf ihrem Smartphone sehen. Mhm. Und gleichzeitig erleben wir, das aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, viele Regierungen der Welt im Westen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbieten, TikTok-Apps zu installieren, weil sie zu Recht, es gibt dafür noch keine Beweise, aber technisch ist es möglich, Angst haben vor Ausspähung. Also ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Jugendlichen das Zentralproblem sind. Die Pandemie sitzt mir irgendwie noch in den Knochen als ein riesiges Desinformationsgeschäft. Der amerikanische Schmutzwahlkampf von 2016, der ja so eine Veränderung des Blicks auf das Silicon Valley eigentlich mit ausgelöst hat. Der Brexit, der für kleines Geld organisiert und orchestriert wurde. Also wir haben doch auch sehr viele klare Hinweise, wie mächtig Desinformation unter den gegenwärtigen Bedingungen geworden ist. Und bei TikTok, letzter Satz, haben wir, auch da gibt es klare Studien, so Rabbit-Hole-Effekte, Kaninchenloch-Effekte, weil der Algorithmus sozusagen in nie gekannter Intensität die Selbstverstärkung oder die Verstärkungsprozesse sozusagen induziert. Also Sie kriegen, wenn Sie über Depressionsvideos Schnipsel sich angucken, kriegen Sie mehr depressionsinduzierende Videos. Anschlag auf den Geist, ein konzentrierter Anschlag auf die Beweglichkeit. Ja, und insofern, man darf auch nicht aus meiner Sicht in so einer sozusagen intellektuellen Elaboriertheit die Notwendigkeit der Medienregulierung und die Notwendigkeit einer normativ entschiedenen Medienbildung zerreden. Denn tatsächlich, wir reden, und davon bin ich schon überzeugt, über die Grundlagen der offenen Gesellschaft und wie wir die garantieren können in den gegenwärtigen Medien und Umgebungen. Sind Sie denn, Herr Dobelli, verstehe ich das richtig, dann wirklich für knallharte Verbote im Sinne von einer Gesetzgebung, die sagt, wir machen das hier in der Schweiz so und so? Ist ja auch eine unglaubliche Beschränkung des Freiheitsraums für eine freiheitlich gesinnte Republik wie die Schweiz. Aber ich wäre dafür. Ja, ich wäre dafür, das auszuprobieren. Ein knallhartes Verbot Social Media ab 16. Erst ab 16. Ich wäre dafür. Schaden kann es nicht. Es kann schaden. Ja, man kann den Anschluss verlieren an gewisse... Nee, man verliert doch nicht den Anschluss. Das Zeug ist so einfach zu bedienen. Das checkt jeder 16-Jährige dann, wie es funktioniert nach einer halben Stunde. Man verliert nicht den Anschluss. So kompliziert sind diese Handys nicht zu bedienen. ich wäre dafür, aber natürlich wird es nicht passieren. Aber ich habe jetzt so einen Amish-People-Moment. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber hat man dann nicht einfach eine Gesellschaft, die lebt irgendwo im Wald und macht ihr eigenes Ding, fern von jeglicher technologischen Entwicklung und irgendwie ringsum dreht sich die Welt ja weiter. Das funktioniert doch nicht. Wir sind doch nicht fern von der technologischen Entwicklung. Wir reden hier von einem ganz kleinen Mini-Teil der technologischen Entwicklung, nämlich des Konsums von irgendwelchem Schrott. Alles andere würden wir mitmachen. Wir machen die Forschung, wir machen Materialwissenschaften, wir machen alles andere. Ich weigere mich einfach immer noch zu akzeptieren, dass das alles Schrott ist. Ich glaube, es ist nicht alles Schrott. TikTok ist so... Also, der Algorithmus ist problematisch, das Medium an sich ja nicht, oder? The Medium is the Message. Also diese kurzen... Also inhaltlich gibt es sicher ab und zu ein schönes TikTok-Ding. Schön, oh, wow. Aber das meiste. Mhm. Und wenn Sie das im Lauf einfach konsumieren, Ihr Hirn, Sie verbrennen Ihr Hirn. Herr Pörksen wollte was sagen. Ein Punkt, weil das ist wirklich aus meiner Sicht eine Differenz zwischen uns. Wie versteht man eigentlich Lebenskunst? Mhm. Also ist Lebenskunst ein System von Vorschriften und im Zweifel auch verboten? Oder ist Lebenskunst eine Kunst des Herausfindens, eine Art Heuristik? Und ich denke, wir ringen jetzt um die Frage, und das tun wir gerade und besonders auch als sogenannte Erwachsene, wie sieht eigentlich engagierte Weltzuwendung in Zeiten der Dauerfragmentierung von Konzentration aus? Und ich erlebe da einen Wertekonflikt. Auf der einen Seite engagierte Weltzuwendung, die in permanente Selbstverstörung abstürzen kann. Und auf der anderen Seite, das wäre die andere Fraktion, so eine selbstfürsorgliche Abgrenzung, die in so ein Digital Detox-Spießertum abzustürzen vermag, wo man sozusagen den eigenen Seelenfrieden, wie Brutto Strauß das tut, der Schriftsteller, dann heilig spricht und eine, Zitat, Aristokratie des Bei-sich-Seins wünscht, um in unzugängliche
Gärten sich zurückzuziehen, den Unvernetzten zu preisen. Kondit, wir kümmern uns um unseren Garten und die Welt da draußen, die mag machen, was sie genau will. Ja. Und dieser Balanceakt, den gilt es aus meiner Sicht jetzt neu auszutarieren. Und insofern bin ich nicht sicher, ob das Verbot, also zum einen ist es unrealistisch, aber ob das Verbot uns hilft. Ich denke, es braucht temporäre Schutzoasen. Und es braucht die absolute Klarheit. In dem Moment, in dem Sie jetzt Ihr Smartphone auf den Tisch legen, haben wir ein anderes Gespräch, weil es eine im Hintergrund lauernde Unterbrechungsdrohung gibt. Wir werden bestimmte Themen nicht mehr touchieren. Und übrigens auch Kompetenzdrohung, weil man ja sagen würde, was du gesagt hast, stimmt, ja, ich habe es gerade gegoogelt. Genau. Ja, also das genau verändert die Gespräche auch in aber anderer eigentlich Weise. Eigentlich ist es ein Balanceakt und ein Wertekonflikt. Ja, es gibt, wie der Publizist Nils Minkmar mal gesagt hat, es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Mhm. Und das erleben wir jetzt. Aber die totale Wahrnehmungsöffnung würde jeden von uns vollkommen überfordern. Die vollkommene Empathie einer Simone Weil, über die Sie geschrieben haben, endet im Chaos und in der Selbstzerstörung. Ich würde gerne noch mal verstehen, warum Sie sagen, das ist digitales Spießertum. Also diese Idee von Digital Detox. Wenn jemand jetzt für sich entscheidet, zum Beispiel, wenn ich Sie nehmen darf, ich will nicht teilhaben an diesen sozialen Medien. Ich weiß gar nicht, ob Sie ein Smartphone haben, aber auf jeden Fall, ich mache da nicht mit. Warum muss man das bewerten und sagen, das ist Spießertum? Nein, ich bewerte es doch im Zuge einer Debatte. Ich bewerte es deshalb, weil ich sage, die Gesellschaft ist diejenige Größe, die aus dem Blick gerät. Die Gesellschaft ist nicht mehr Aufgabe, sondern nur noch Ärgernis. Also mich ärgert, ich bin sehr für Digital Detox. Es ist wunderbar, sich ein paar Tage zurückzuziehen. Und es ist herrlich, einen Workshop zu buchen, bei dem man dann gemeinsam mit anderen Silicon Valley-Leuten Redwood-Tannen umarmt oder mal wieder in einem kalten Bach schwimmt. Wunderbar. Wir wären gerne mal dabei. Gerne. Ja, ich war in den letzten Jahren viel im Silicon Valley und habe mal dieses ganze Programm gemacht. Ja, wunderbar. Lustig. Macht Spaß. Sehr luxuriös. Toll. Aber was mich irritiert, aufregt, ist der Verlust von Gemeinwohlorientierung, wenn ich es mal pathetisch sagen darf. Das ist die Differenz zwischen dem Citoyen und dem Bourgeois. Absolut. Und Sie sagen eigentlich, genau, was Herr Dobelli macht, ist ein bourgeoiser Rückzug, der uns möglich macht, Citoyen zu sein. Aber Herr Dobelli meint etwas anderes. Wir sind in einer Notsituation. Wir haben wissenschaftliche Fakten darüber, dass diese Dinge unsere Hirne verheeren, insbesondere die der kommenden Generation. Und wenn wir jetzt nicht auch stark mit Regulation eingreifen, vergehen wir uns an den kommenden Generationen. Es ist so. Sie sehen es, meine. Schade, ist dieses Buch von Jonathan Haidt noch nicht erschienen, sonst könnten wir das alles nachlesen. Aber man sieht es jetzt an dieser Generation, Generation Z, Generation Z, die sind mit den Smartphones aufgewachsen, die kommen jetzt an die Universitäten. Was die für Issues haben, was die für Probleme haben mit Depression, Konzentrationsschwierigkeiten. Die haben Schwierigkeiten, 20 Seiten am Stück zu lesen, ohne dass sie abstürzen das in diesen 20 Seiten. Die können nicht mehr Streit auslösen. Das hat mit Öffentlichkeit zu tun, mit Debattieren. Das schaffen die nicht mehr. Die sind sofort in Angststörungen. Ja, nicht alle, etwa 30%. Die schaffen nicht mehr die Auseinandersetzung, also diese Diplomatie, das Streiten mit Worten, das ursprünglich haben im Spielplatz gelernt wurde, aber das sind durchzuziehen. Und das hat Schäden für die Demokratie in der Zukunft. Aber deswegen müssen wir die Demokratie gewissermaßen als Perspektive mitdenken und dürfen nicht nur auf der Ebene von Individuum, schalte dein Smartphone ab, löse all die idiotischen Apps. Vielleicht ist es hier gar kein Dissens, sondern nur zwei Aspekte eines Problems. Nee, das ist ein Dissens, weil die Frage, darauf bestehe ich, die Frage, schön, die Suche nach dem Lösungspfad ist ein vollkommen anderer. Und ich meine das nicht kritisch. Ich lese die Bücher, Ihre Bücher mit Genuss. Aber die Tipps, die Sie geben, sind für das Individuum gedacht. Mhm, und ja. Punkt. Ja, das muss man jetzt einfach auch mal. Das steht aber da einfach drin. Es braucht ja immer beide Ebenen. Yes, genau. Es braucht beide Ebenen. Deswegen ja. Sie sind eher für die systemische, politische Ebene. Ich glaube, es braucht beides. Ja. Es braucht den doppelten Blick. Und wir müssen in den nächsten Jahren darüber reden, wie die Refinanzierung von Qualitätsjournalismus gelingen kann. Wir müssen darüber reden, wie die Plattformregulierung gelingen kann. Wir müssen darüber reden, wie die Reumschichtung der Werbemärkte gelingen kann. Es ist einfach demokratiepolitisch gedacht, aber Quatsch, dass drei Digitalunternehmen die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich verbuchen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, weil Sie Simone Weil erwähnt haben. Ja. Das ist eine Denkerin, die sehr über die Entstehung von totalitären Systemen nachgedacht hat, wie auch Hannah Arendt. Mhm. Und beide sagen,
Aufmerksamkeitsdestruktion ist der Weg in den Totalitarismus. Das ist das, was eigentlich eine Gesellschaft verheert. Und in diesem Sinne wäre es sehr ernst zu nehmen, dass man sagt, Aufmerksamkeit darauf haben, worauf wir aufmerksam sind. Und wenn ich Sie beide richtig verstehe, haben Sie schon das Gefühl, dass in der digitalen Sphäre es eine Art Aufmerksamkeitsverheerung gibt in unserem Geist, der politisch extrem harte Konsequenzen haben könnte. Ich versuche, eine Sprache zu wählen, die weniger dramatisch ist, die sozusagen Denkprozesse anstößt und dann das Individuum loslässt. Wenn mir jemand vorschreiben will, wie ich mit den Medien umgehen soll, dann will ich am liebsten fliehen. Verstehen Sie? Mhm. Man soll drastisch und dramatisch warnen, aber das ist ein Ansporn, ein Anlass für eine neue Balance des Denkens. Aushandeln. Ja. Und ich finde halt wichtig, nur weil ja vorhin ich gegen das Luxusproblem argumentiert habe, selber jetzt das Luxusproblem nochmal reinzubringen und einfach zu sagen, ich stelle mir vor, wie viele Menschen uns zugucken, junge Menschen auch, die mir den Eindruck haben, okay, Boomer, was habt ihr hier sonst noch zu bieten? Wir haben kein Problem damit. Ich kenne so viele Jugendliche, die extrem gerne diskutieren, die politisch unterwegs sind, die gibt es ja alle auch. Das eine. Das andere, gerade wenn du totalitäre Systeme ansprichst, das ist natürlich auch ein Diskurs, der jetzt schon lange geführt wird, dass man sagt, smarte Demokratie, eigentlich ist das nichts anderes als eine Form von Abhängigkeit, die produziert wird. Aber wir denken natürlich auch daran, dass ganze Revolutionen dank Möglichkeiten der Vernetzung losgetreten worden sind, dass Widerstand sich so organisieren kann. Das können wir doch irgendwie nicht ausblenden. Wobei man sagen kann, da waren die letzten Jahrzehnte innerhalb dieses utopischen Diskurses mit Liquid Democracy, auch mit der Piratenpartei, auch mit dem arabischen Frühling, keine sehr ermutigenden Erfahrungen, aber Wolfgang, kann man sagen. Guck mal auf den Kontinent Afrika. Die vielen, vielen Menschen, die nie einen Laptop haben werden, die keinen Festnetzcomputer haben, aber die haben ein Smartphone, können zum ersten Mal in ihrem Leben beispielsweise Bankgeschäfte abwickeln. Das sind doch irgendwie Dinge, die sind einfach nur großartig. Absolut. Deswegen finde ich wichtig, wir müssen unterscheiden zwischen diesen Geräten, Digitalisierung und sozialen Medien. Ich glaube, das ist schon irgendwie jetzt eine Erkenntnis, die wir haben. Das Problem, zumindest was Sie angehen wollen, ist vor allem, dass Sie in der sozialen Medien... Vor allem die sozialen Medien sind das Problem. Und es wäre nicht so ein Problem, wenn wir die sozialen Medien, wie ganz am Anfang von Facebook, musste man zu Hause auf den Computer sich einloggen, hat man ein Bildchen hochgeladen von sich. Also man musste zu Hause sein, am Desktop. Aber jetzt, wo wir ständig dabei haben, das ist das Verheerende. Das stört die Konzentration, das macht eben diese Gemeinsamkeit unter Freunden zunichte. Das macht auch halt, und die ganze Push-Geschichte macht halt am Schluss wirklich, gefährdet die Demokratie, weil es führt halt zu dieser Polarisierung, weil sie kriegen nur noch Extremmeinungen von der einen oder anderen Seite. Und es ist erst der Anfang, weil jetzt kommen über AI noch die Filmchen hinzu. Es waren mit Journey die Bilder, jetzt kommen noch Filmchen mit Sora hinzu. Sie werden auf sich persönlich zugeschnittene Filmchen zugeschickt bekommen, Fake AI, die genau ihren Dopaminrezeptoren entsprechen und sie dann sagen, okay, das ist gut, ich möchte das Nächste. Nur für sie die Filmchen produziert, dass wir kommen. Wir sind ja jetzt, und das ist vielleicht auch die letzte Frage, in einer Phase, in der wir erst begreifen, was da in den letzten 20 Jahren insgesamt angerichtet wurde. Jetzt kann man sagen, wir sind selbst in der Pubertät dieses Diskurses. Wie kann man denn diesen Diskurs aus Ihrer Sicht, was sind die zwei Punkte, wo Sie sagen würden, lasst uns erwachsen darüber sprechen, weil vielleicht können wir selbst das ja auch noch gar nicht. Zwei Punkte. Erster Punkt, ein eigenes Schulfach als Ort der systematischen Reflexion über eine redaktionelle Gesellschaft, in der jeder sein eigener Gatekeeper geworden ist. Der zweite Punkt, Gang in die Geschichte. Nichts ist alternativlos. Viel Feldforschung gemacht in den letzten Jahren im Silicon Valley, die ersten Online-Gemeinschaften der Welt. Hippies mit wunderbaren Netzutopien kommen zusammen. Kein Data-Mining, exzessive Moderation, relativ kleine Gemeinschaften, Vertrauensgemeinschaften, die sich auch offline sehen. Eine Abo-Gebühr, also eine völlig andere Ökonomie der Information. Solche Beispiele wiederzuentdecken als Ermutigung für ein Denken, das sagt, nichts ist alternativlos und es geht auch anders. Und digitale Technologie kann ein wunderbares Instrument der Verbindung und der Vernetzung sein. Das nehmen wir doch mal als Schlusswort, Herr Pörksen. Herr Dobelli, vielen Dank, dass Sie diese Entgiftung mit uns betrieben haben. Dankeschön. Digital Detox, was bedeutet der Begriff für euch? Ein hilfreiches Konzept oder Ausdruck einer rückwärtsgewandten Technologiekritik?
schreibt es uns. Zum Thema haben wir hier außerdem ein Gespräch über Influencer und eines über Erschöpfung im digitalen Zeitalter. Viel Spaß damit.